Ich glaube, ich habe noch nie so viele Fragen über eine Person auf Instagram bekommen. Andrew Tate. Und ich werde jetzt kurz ein Video reviewen. Andrew Tate versus Logan Paul. Und ich werde dann sagen, was ich denke, wer gewinnen wird, wenn es zu einem Kampf kommt. Punkt 1. Dann Punkt 2. Ich werde kurz auf die Stories der beiden eingehen und sagen, wen ich in Anführungszeichen krasser finde, den besseren Unternehmer finde. Wer den besseren Content hat, meiner Ansicht nach, wer mehr Mehrwert bringt, meiner Ansicht nach, und vielleicht auch sogar, wer mehr Geld hat. Und kurz vorneweg, also, ich hatte schon Kontakt mit Andrew Tate, bevor er so riesig war auf Social Media. Und vielleicht gibt es noch ein paar andere Insights am Ende des Videos. Also schauen wir es mal ganz kurz an. Geht nur eine Minute 46, wird gereviewt. Und dann kommen wir zu den anderen Punkten, okay? How do you feel about this statement? Andrew Tate is the most famous person on the planet. I think it's good to be hot. Also schon mal richtig cool. Er wird gefragt von Mike, was Logan Paul davon hält, dass Andrew Tate aktuell die bekannteste Person ist. Und tatsächlich auf Google, bei Google Suche, wird der Name Andrew Tate öfter gesucht als beispielsweise sogar Donald Trump. Das heißt also, es gibt niemanden, der aktuell auf Google mehr gesucht wird, der viraler ist als Andrew Tate. Und die Antwort von Logan Paul finde ich auch richtig korrekt. Er ist kein Hater, er sagt, hey, es ist doch super, wenn man im Game ist, wenn man im Business ist, wenn man hot ist. You know, we'll see how long it lasts. Aber dann gibt es so den Seitenhieb, schauen wir mal, wie lang es geht. Und da schon mal meine erste persönliche Meinung. Ich glaube, Andrew Tate wird die nächsten Jahre Social Media dominieren und er ist nicht so ein Typ, eine Eintagsfliege, kommt kurz heiß und geht wieder. Absolut nicht. Do you want to fight him? Yeah. Could you beat Andrew Tate in a boxing match? If I say yes, will you be offended? You're an Andrew fan. Does that fight sell? Me versus Andrew Tate? Yeah. Wurde gerade gefragt, ob sich der Kampf verkaufen würde. Also ich glaube, der Kampf würde sich wahnsinnig verkaufen. Ich würde sogar rüberfliegen, mir ein Ticket holen, egal wo die kämpfen. Also das wäre so also mit einer der ersten großen Boxkämpfe, die ich mir live anschauen würde. Und zudem, wer gewinnt, was ich glaube, dazu gleich. Here's my question to you before we go even any deeper and we're not going to. What color is your Bugatti? Der Bugatti-Spruch ist geil. Ich würde auch jetzt schon kurz vorneweg sagen, dass ich zu 99,9% weiß, dass Andrew Tate noch deutlich mehr Geld sogar hat als Logan Paul. Und später werde ich darauf eingehen, warum das so ist. Oh, he started following you. Oh, you got a boner? Bro, why do you keep trying to make me seem like Look a at you, fan? look how excited No, you that's, are. I'm, because, bro, listen. You love him. No. Er lässt den Mike aussehen als ein Fanboy, weil er sich so freut, dass Andrew Tate ihm folgt. Ich glaube, Andrew Tate und ich, wir folgen uns schon seit, ja, schon länger. Sagen wir es mal so. Auf Insta. We need to stay up to date on what's going on in the internet. We're an internet-based show. You guys have not had one word to say about the most searched man in the world. You don't even know who he is. We don't need you to, don't because even you know who talk he is. enough for all three of us about him, man. Also Mike findet Andrew richtig geil. Die anderen, die kämpfen so ein bisschen. Also man merkt schon, der Logan Paul, er kämpft schon ein bisschen damit, dass Andrew Tate gerade aktuell sogar noch viraler ist als er. He's got people chatting, people talking, and guess what I'm Mike, thinking Mike, Mike, about? Mike, Mike. You may not be thinking this way, but luckily for you, you've got me. I've come in handy quite a bit over the past few years. So immediately I start thinking, this man's doing things, how can we monetize it? Us, how can we make money off his situation? He usually doesn't stutter. Mikey, let me tell you something, bro. Cool, wie der Mike denkt. Also wie kann jetzt er daran Geld verdienen oder sie daran Geld verdienen, dass Andrew Tate gerade so bekannt ist? It's true. Gutes Right Mindset. now, he could be the most popular person on the planet. Keywords. Right now. This is a marathon, brother, not a sprint. And if you think Andrew Tate will have an ounce of relevancy in 2023, you are sadly mistaken, brother. Unless he fights someone like, I don't know, the guy who made Floyd Mayweather look average. Oh, da täuscht er sich richtig krass. Also da täuscht er sich richtig krass. Andrew Tate ist meines Erachtens nach die nächsten Jahre sogar bekannter sein als Logan Paul und aus folgendem Grund. Ich denke, dass beide extrem diszipliniert sind. Also sowohl Andrew Tate als auch Logan Paul. Aber ich denke, dass der Zeitgeist aktuell
für den Content von Andrew Tate viel aufgeschlossener ist. Weil wir hatten jetzt die letzten 20, 30, 40 Jahre eine Bewegung ins Linke, ins Grüne, ins Feministische, ins Liberale. Und damit fühlen sich sehr viele Männer, aber auch Frauen in irgendeiner Art und Weise unwohl. Also Medien in den USA, in Europa, alles links, grün. Ja, es wird von Religion nicht mehr gesprochen, es wird von Moral nicht mehr gesprochen, es wird gegendert, all diese Themen. Und die Leute wollen so eine Gegenbewegung. Sie wollen wieder, hey, seid männlich und weiblich und nicht eine Mischung. Seid auch mal konservativ, diszipliniert. Also all diese Themen, so eine Art Gegenbewegung, so eine Art Gegenbewegung, ja? Mehr Kapitalismus statt Kommunismus und so weiter. Also, kurz zu ein paar Punkten. Erstmal, was glaube ich, wer gewinnt? Dann nochmal das Thema Relevanz, dann die Story, wenn ich krasser finde. Auf die Punkte will ich jetzt nochmal kurz eingehen. Ich glaube, dass wenn ein Kampf zustande kommt, der einzige Nachteil von Andrew Tate ist, dass er vielleicht älter ist, um die 10 Jahre älter wahrscheinlich. Aber ich denke, dass er, dadurch, dass er 4-mal Kickboxing-Weltmeister war, von den Skills her und von allem, höchstwahrscheinlich überlegen ist. Und er ist auch, so wie ich sehe, er hat längere Arme, er ist größer. Ich denke, er ist wahrscheinlich auch vom Mindset noch ein krasserer Fighter. Also ich würde und ich werde auch dann mein Geld auf Andrew Tate setzen, nicht auf Logan Paul, auf Jake Paul schon gar nicht. Also das war meine Einschätzung. Schreibt mal gerne in die Kommentare drunter, was glaubt ihr, wer den Kampf gewinnen würde, Tate oder Paul. Dann zum Thema Relevanz. Ich glaube, dass Andrew Tate von der Relevanz und auch vom Einfluss her mit seinem War Room, mit HU, mit seiner Social-Media-Content-Strategie, aber auch allgemein mit seiner Persönlichkeit und seinem Content einfach langfristig interessanter ist. Weil er einfach einen allumfassenden, extrem interessanten, gesellschaftlichen, relevanten Content bringt. Ob das wirtschaftlich ist, Männer und Frauen, über Religion, also all diese Themen deckt er extrem gut ab. Über Disziplin, über Business, also hoch, hoch, hoch relevanter, interessanter Content, den die Menschen wirklich wollen. Und für mich ist er so vom Hype her, vom Content her, eine andere Art Jordan Peterson fast schon. Also ich finde es wirklich extrem gut. Dann kurz zur Story. Und die Story ist auch ein bisschen so der Punkt, warum ich dann den einen oder den anderen als respektableren, krasseren Unternehmer wahrnehme und er auch, glaube auch wahrscheinlich allgemein nach und nach mehr so anerkannt wird. Andrew Tate ist in der Zeit aufgewachsen ohne Social Media. Und er ist dann 4-facher Kickboxing-Weltmeister geworden, hat damit nicht so viel Geld verdient und hat sehr viele Sales-Jobs gemacht. Also hat Werbung verkauft, hat sehr viel verkauft. Ja, wer auch im Verkauf einsteigen will, Ende vom Video, gibt es einen Link, gibt es eine Möglichkeit. Und hat er einfach im Verkauf Tausende, Zehntausende Dollar verdient, hat auch mehrere Unternehmen dann tatsächlich gegen die Wand gefahren, aber hat sich eben mit Fighting und mit Sales schon mal die ersten Finanzen aufgebaut. Dann, wo er gemerkt hat, hey, ich komme einfach hier nicht wirklich weiter, ist er den nächsten Schritt gegangen ins Webcam-Business. Und im Webcam-Business hat er dann angefangen, Hunderttausende und sogar Millionen zu verdienen, war extrem gut im Management, Psychologie, all diese Themen. Und als er dann da richtig, richtig, richtig Kohle schon hatte, dann ging er ja erst ins Internet mit den diversesten Unternehmen. Und laut meinen Insights verdient er auch pro Monat, also ich meine jetzt nicht Cashflow, sondern wirklich Profit, Richtung 10 Millionen im Monat. Und da glaube ich, ist zum Beispiel jemand wie Logan Paul schon noch deutlich entfernt. Zur Geschichte von Logan Paul, der hat sich halt auf Social Media mit diesem Kinder-Content bekannt gemacht, diesem Prank-Content,
Da fand ich ihn auch noch gar nicht interessant. Da fand ich den Content von Andrew Tate viel, viel, viel besser. Und er hat sich quasi über Social Media, über Klicks und über Merchandise Geld verdient. Und dann ging er ja erst ins Business rein. Andrew Tate ist in Krypto rein. Logan Paul ist in Krypto rein. Ist aber auch teilweise, muss man auch zugeben, in Krypto-Scams auch rein. Also hat auch Krypto-Scams gemacht. Dann ins Krypto-Game rein, ins NFT-Game rein. Hat auch jetzt eine NFT-Plattform. Also eine NFT-Investment-Plattform, finde ich sehr interessant. Eigenen Energy-Drink. Und macht auch jetzt wirklich richtig gut sein eigenes Business. Also ist quasi zum Unternehmer und zum Boxer geworden vom YouTuber. Und bei Andrew Tate war es eigentlich ein bisschen anders. Vom Fighter und vom Unternehmer. Dann mit, finde ich, besserem Content in Social Media. Und dann die bestehenden Geschäfte massiv skaliert. Und deswegen denke ich, ist da einfach, also ich finde, die haben beide eine super Story, aber ich denke einfach, die Story von Andrew Tate ist für mich irgendwo beeindruckender. Und ich denke auch, dass er deutlich mehr Geld verdient, deutlich bessere Kontakte hat und für mich der deutlich krassere Unternehmer und Typ einfach ist. Und das wird sich einfach auf Dauer meines Erachtens nach durchsetzen. Also das zur Story, das, den ich krasser finde. Wer auch richtig Geld verdienen will im Sales, der schaut sich das Video unter diesem Video an. Ich habe noch ein Video verlinkt, das heißt Sales Room. Da wird einem erklärt, wie man mit Vertrieb Hunderte, Tausende, Zehntausende Euro in meinem Ökosystem verdienen kann. Also einfach auf das erste Video, auf den Link unter diesem Video klicken. Schreibt mal gerne rein, wen ihr krasser findet. Und ich werde jetzt wieder anfangen, regelmäßiger Content zu machen. Ich hatte jetzt sehr viel Reisen, sehr viel B2B-Geschäft, deswegen konnte ich einfach nicht mehr so viel Social machen. Es kommt bald deutlich mehr. Gerne auch Videovorschläge hier unter das Video. Bis dann. Ciao.